St. Gallen, die Provinz am Arsch der Schweiz, hat eine ganz eigene Zeitrechnung. Es gibt vor der Olma und nach der Olma, natürlich während der Olma. Und das ist die Zeit, wo die Gottverdammte jeden den gleichen Seich fragen, gehst auch an die Olma. Mindestens 10 Tage vor dem landwirtschaftlichen Bataillon und dann 10 Tage während dem Komasaufen bewegt keine andere Frage. Und noch 10 Tage nachher will irgendein Double wissen, ob an der Olma gewesen bist. Und die meisten von diesen Double merken noch nicht einmal, dass die scheiss Hundsverlacherten gar nicht 10 Tage geht, sondern 11. Und jeder davon ist einer zu viel. Schlimmst an dieser blöden Olma, schlimmst ist, dass sie einen Haufen Leute anzieht, die sonst das ganze Jahr nicht siehst. Und das ist auch gut so, weil die meisten willst du gar nicht sehen. Die mittelalterlichen Frauen mit blonden, blauen, roten und wenn es ganz schlimm kommt, violetten Strähnchen oder Mäsch im Haar, sollen dort her, wo es hergehört. Und das ist gerade verdeckelt der Maitanz Zweifelden oder die Wahl der Thurgauer Röpfelkönigin. Und die Appenzellerinnen mit den Glitzersteilen auf den falschen Fingernägeln und einer Faserpelzjacke von den Ebenalpbahnen, wo wegen jedem Seich lachen, ein Appenzeller am anderen saufen und auf dem Heimweg das ganze Appenzellerbähnchen vollbrosmet, weil sie auf den Fresstrip kommen und das Pfundmagenbrot selber verdrucken, was sie eigentlich am Alten wollen in den Stall bringen. Und nicht zum Aushalten sind auch die Rindtaler Weiber, die kennst du sofort. Meistens sind es so Blusen mit so Pailletten oder irgendeinem farbigen Vogel auf dem T-Shirt und Jeans mit Swarovski-Steile und das Vödel drückt es fast raus aus der Hose, weil es viel zu wenig Stoff hat für so viel Frau. Die hocken immer an einem Weinstand, kippen einen Weissen am anderen und dann musst du nicht fragen, dann werden sie natürlich aggressiv und scharf, gerade auch noch. Die Rindtaler Weiber verlieren alle Hemmungen und stecken allem Zungen in den Hals. Sicher vor diesen notgeilen Riebelfresserinnen sind nicht einmal die Ferkel vom Säulerinnen. Ich weiss gar nicht, wieso die auf St. Gallen kommen. Die sollen die Altstädte bleiben. Für irgendetwas gibt es ja die scheiss Fasnacht. Und Typen siehst du an dieser Olma, da fragst du dich manchmal schon, was hat sich der liebe Gott noch überlegt, wo noch diese Typen gemacht hat. Irgendjemand muss ihm da grausam reingepfuscht haben. Wahrscheinlich einer, der einen Edelweisshemperladen hat. Wieso sagt diesen Landeier niemand, dass man mit einem Edelweisshemp so viel Erotik ausstrahlt wie eine Bardame, die Rudi heisst? Und wenn sie wenigstens draußen im Stall bleiben, aber nein, sie gehen in die Degustationshalle. Dort stehen sie im Kreis und haben Freude, wenn ein paar halbstarke Stadtweicheier mit ihnen einen Schnupf nehmen. Wobei Schnupfsprüche wie «Mies ist länger als dies», «Preis» noch zu den Intelligenteren gehören. Und dann nüsst ein nach dem anderen und alle finden es sauglatt, wenn sie ein letztes bisschen Resthirn nicht so der Nase ausjagt. Und während der eine vom Schnupfen oder Schnodderi das lauwarme Biertropfen geifern die anderen, die Geiferi, meistens Männer gegen die 50, die angestrengten Bauch einzüchen und viel zu junge Frauen anbackern und dann zahlen sie, nur damit sie einen viel zu grossen Ausschnitt von so einer Banklehrtochter kaufen können. Irgendwann haben sie ihre Pforten nicht mehr im Griff und fangen an rumzutöpeln. Und der meiste ist da gleich in dem huren Puff rein, oder sie merken es gar nicht mehr von lauter Besöffnung. Die Hotelbarkeitsgrenzen überschritten haben, sind sogar froh, wenn ihnen wieder mal einen an den Arsch langt. Der grösste Scheiss-Job haben Securitas, wenn sie die Meute aus dem kollektiven Delirium von der Degustationshalle an die frische Luft jagen müssen. Jeder picklige Teenie hat dann das Gefühl, er könne noch eine dumme Schnarre heiss im alkoholgeschwängerten Grössenwahnsinn. Und in dieser Stimmung jumpeln all die Jumpel dann durch den Jahrmarkt richtig statt. Der eine oder die andere haut noch einen Käseschnitten rein, frisst ein Raclette oder eine St. Galler Bratwurst und kotzt den ganzen hohen Dreck hinter den Stamm mit den Gemüsraffeln. Natürlich will niemand heim und darum geht man in Peter Schildknecht Gastronomie, sauft die Stange für 8.50 Franken und hat das Gefühl, der Wucherpreis gebe einem das Recht, auf dem Heimweg irgendeinen den Hausgang zu zeichnen. Und wenn mich jetzt noch mal jemand fragt, der Biatolma-Gang, dann hat er irgendetwas von dem Text nicht verstanden.